Herzlich willkommen zu den Star News. Justin Timberlake tat es Schauspielkollegin Mila Kunis gleich und kam ebenfalls der Einladung einer US-Soldatin nach. US Corporal Kelsey DeSantis bat Timberlake in einem YouTube-Video darum, sie zum Ball ihres Marinekorps zu begleiten. Das Ganze war kein PR-Gag, denn Justin kam und schrieb anschließend auf seiner Homepage, die Ballnacht habe sein Leben verändert und dass er sie nie vergessen werde. Danke, dass du meine Heldin bist, bedankte sich Timberlake bei der Soldatin. Michael Bublé, seines Zeichens begnadeter Jazz-Pop-Sänger und Wunschschwiegersohn aller Mütter, hatte wenig nette Worte für Promi-Lady Kim Kardashian übrig und bezeichnete sie während eines Live-Auftritts als Bitch, was grob ins Deutsche übersetzt etwa so viel bedeutet wie oder Pfui, sagen wir, gemein war er der Lausebub, dann doch bitte lieber wieder ein paar nette Schmuse-Songs. Bitte. Und zuletzt noch zu unseren lieben Royals. Da wäre zum einen Her Royal Hotness Piper, kleine Schwester von Kate Middleton, die sich zur Freude der Männerwelt von ihrem Langzeitfreund getrennt hat. Und zum anderen Prinz Charles. Der wiederum hat gerade ein paar Umweltaktivisten am Hals, da seine Austernzucht vor der Küste Englands angeblich der Meeresregion schadet. Der ganz normale Wahnsinn also im Königshaus. Und wer gedanklich bei Piper hängen geblieben ist, sie steht eher auf sportliche Typen, so ein Bekannter. Also meine Herren, ab ins Fitnessstudio und bis zum nächsten Mal. Tell me, tell me, tell me,